Ich gehe so schnell helfen beim Umziehen. Ich komme gleich wieder. Nee. Gut. Kommen wir zur Siegerehrung. Zeit wird's wieder, ne? Ja, pünktlich um 17.13 Uhr wie jedes Jahr machen wir die Siegerehrung. Genau. Wir bitten erstmal Neptun her und seine wunderschöne Nixe. Der Neptun ist nicht so hübsch, aber die Nixe. Ja, aber die Haare, die haben was, ne? Man sieht ihn auch im Dunkeln. Gab's noch irgendwelche verletzten Befindlichkeiten? Wir haben Medizin mit. Ja, also die Medizin. Die Medizin kommt im Eimer. Die alles heilende Kraft aus Bansko in der Milchkanne. Ich habe gehört, man kann sich auch mit einreiben. Ja, hat er bei der letzten Kaffeefahrt mitgebracht. 2000 Euro die Kanne, ne? 2,5, gut. Na, ich habe gehandelt. Was dir der Bansko-er Karneval so wert ist, lieber Neptun. Nixe, ja. wie hat er sich betragen? Ja, an sich ganz gut, ne? An sich gibt Einschränkungen. So, hör mal weg, was sind denn die Einschränkungen? Er muss mal ein bisschen lernen, mit seinem Dreizack noch umzugehen. Das hat noch nicht ganz so funktioniert. Ja, ich sehe auch schon, er ist verbogen. Die Krone fehlt, also das ist auch noch nicht ganz so rein. Ne? Okay, also muss er nächstes Jahr nochmal üben. Am besten, er fängt am 1. Januar schon mal an. Ja, da kann er erstmal den Kontakt zur Stelle stellen. Beim Anbaden vom Wegschwimmen als Neptun wäre doch auch mal was, oder? Da kannst du den Dreizack übrigens aufs Eis legen und vor dir her schieben. Das ist nicht so schlimm. Achso, kommt noch heute. Gut. Wir bitten mal Heidi her, die hat bestimmt die Liste, weil wir wissen nicht, wer erster ruft. Wir wissen nichts. Das ist immer so. Nein, als erstes rufen wir erstmal alle Teams nochmal auf. Die bekommen natürlich ihr Fläschchen Sekt und eine Taufurkunde, die sie vorhin nicht bekommen haben. Dass auch alle nochmal sehen, wer jetzt dabei war. Alle nochmal ihren Applaus kriegen, der vielleicht vorhin ein bisschen... Oh, sie nimmt mir alles weg. Der vorhin vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Also jetzt könnt ihr nochmal alle Teams bejubeln, die da waren. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid im nächsten Jahr wieder dabei. Ja, hört sich doch gut an. Also wir haben dieses Jahr wieder ein Boot mehr gehabt wie letztes Jahr. Nächstes Jahr dann wieder ein Boot mehr. Dann hätten wir sogar die Badewannenregatta im Plausch schon überholt, habe ich mir heute sagen lassen. Und das werden wir ja wohl schaffen. Das ist eine Herausforderung für uns. Genau, und zum 20-Jährigen haben wir dann 20 Boote voll. Plus Kinderboote und Seniorenboote. Ein Wort in Gottes Ohren. Ja, haben wir doch heute wieder geschafft. Gut, also, fängst du an oder ich? Das ist mir egal. Nee, du. Gut, ich. Also, die Urkunde für den Parchimer Karnevalsclub und für das Boot Tante Helga. Ich bitte mal einen Vertreter oder alle natürlich nach vorne. Einmal die Urkunde abzuholen. Das Küsschen. Parchimer, Tante. Tante Helga. Onkel Alfred nur noch da. Ja, Sigi nur noch da. Sigi. Wir bedanken uns bei euch. Ein kleines Fläschchen Sekt. Ich weiß, vielleicht kann jeder eins bisschen die Lippen nass machen. Das ist wahrscheinlich alle. Wir werden nachher sehen, ob wir vielleicht noch einen Preis gewonnen haben. So, gut. Ich habe hier die Taufurkunde von Neptun für das Flower Power Team der BCC Gardemädchen. Können die noch laufen? Denke Florale, eine kann noch laufen, kommt so her. Ja, wo sind die anderen? Wart ihr so, nicht hier hinschlagen? So, also schönen Dank an die Mädels von Greenpeace. Neptun verteilt nochmal eine Schüssel voll hier. So, ein Fläschchen Sekt. Und Dankeschön dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Genau, der Sekt fehlt euch heute noch, Korken drauf und dann ins Bettchen. Bitte schön, kommt das Bett hängen. Ja, nimm mal einen Schluck. Lecker! Gut, die nächsten sind das Boot Scheiß drauf und die Putzkolonne mit Cassie. Habt ihr auch schon gesehen. Putzkolonne? Ja, wo? Ah, ja. Und so schön geschminkt. So, kommt, stellt euch in die Mitte. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr einen Kuss herholt, von Frauchen oder Männchen. Mit Scheiß. Ja, er hat seine Utensilien doch noch mitgebracht. Also auch schönen Dank an euch Jungs. Ein Fläschchen Sekt und eine Urkunde. Und wenn ihr noch Durst habt, Neptun hat er auch noch einen Schluck für euch da. Er hat Medizin für alles. Gut. Ob ihr noch weiteres gewonnen habt, werden wir dann nachher sehen. So, ich habe hier die Taufurkunde für Gisela.
für das Boot von Martin. Die beiden Ärzte mit Mundschutz natürlich. Ist das jetzt gut für uns oder für Sie? Weiß ich nicht, wir können ja mal fragen. Martin, für wen ist der Mundschutz? Für uns? Ja. Für uns. Also bitte eure Taufurkunde, euer Flaschensekt. So, also ihr hättet euch auch geküsst, aber das habt ihr jetzt verpasst. Ja. Dann haben wir die Eule mit den WC-Enten, die unser Neptun schon mit einer Kopfbedeckung ausgeholfen haben. Ja. So, es muss ein Erwachsener für die Flasche Sekt dabei sein, ja? Nicht immer die Kinder vorschicken hier. Die Kinder haben wir natürlich auch was. Ich hab doch einen Kleinen versprochen, dass sie was bekommt. So, wo ist das Geburtstagskind? Guck, ich hab dir versprochen, du bekommst was, ne? Oh, bitteschön. Auch was zu trinken, das fängt ja früh an. Aber natürlich Capri-Sonne, sehr gesund. Durst so, Team Eule, das erste Mal dabei. Er hat mir schon versprochen, dass er nächstes Jahr wieder dabei ist. Also die erste Urkunde hat ihr schon von also danke an Team Eule. Warte, eure Flasche Sekt. Ja, hier von der Nix, hol dir die ab. Die kann nicht laufen, die hat einen Schwanz. Ja, bei uns haben die Nix einen Schwanz. So. Du kannst. So, ich habe hier die Taufurkunde für das Biergartenteam aus Babel. Alte bekannte Freunde. In zwei Wochen werden wir wieder Babel unsicher machen. Das wird sich nicht vermeiden lassen, Jungs. Wollen wir offen. Ja, es ist langsam Tradition, dass wir jedes Jahr am Babel eine höhere Rutsche am See bauen. Jetzt haben wir Probleme, wir sind letztes Jahr bei 3 Meter angekommen. Die Garde hat gesagt, sie will wahrscheinlich ihren Turm mitbringen, der heute war, und von da oben eine Rutsche runterbauen. Aber ihr müsstet den See etwas tiefer backen, sonst wird das nichts. Denkt an die Statik, wenn er da runter will. Statik, ganz wichtig. Gut, also, schönen Dank, dass ihr da wart. Wir werden sehen, ob ihr auch andere Preise gewonnen habt nachher. Die Flasche Sekt mitnehmen für euer Prisi. So, wenn ihr noch ein bisschen was so nachtrinken wollt. Hier vielleicht noch wollt ihr noch eine Kelle? Na klar. So, jetzt weiß ich auch, warum ich das hier habe. Jetzt weiß ich auch, warum ich das habe hier, ne? Der Super Hogwarts Express. Hogwarts. Also, das hängt mit Harry Potter zusammen. Ich bin schon zu alt. Ich dachte, das wäre mal was zu trinken. Aber nein, es ist ein Film. Aber der Karnevalsverein Suko hat sich hier natürlich auch tapfer geschlagen und eure Taufurkunde erhaltet hiermit. Also einer unserer Gemeinden aus dem Amt wenigstens dabei gewesen. Ne, dafür nochmal ein schönes Dankeschön und einen kleinen Applaus. So, ich danke euch. Wollt ihr noch von Neptun? Nee.